Macht richtig Spaß am Anfang ein Instrument zu spielen. Man hat viele Möglichkeiten, es auszuprobieren, es richtig anzusehen. Und desto mehr man übt und desto mehr man weiterkommt, macht es auch mehr Spaß. Wir haben 2015 nach den Herbstferien angefangen. Und erstmal haben wir die einzelnen Noten geübt und danach, wenn wir das alles halt, die Noten halt können, dann haben wir halt leichte Stücke versucht zu spielen und dann nachher haben wir dann immer schwerere Stücke versucht zu spielen. Jetzt? Also, also am Anfang ist es schwer, ein Instrument zu spielen, aber wenn man halt eben öfters übt und wenn man einfach mehr Erfahrung damit hat, dann ist es auch für einen einfacher. Hallo, es gibt ganz viele Instrumente zur Auswahl, wie zum Beispiel die Trompete, die spiele ich und meine Freundin. Oder die Saxophone, oder die Querflöten und die Posaunen. Die Trompete klingt so. Das Saxophon klingt so. Hallo, es gibt einmal pro Woche Privatunterricht mit einem Lehrer. Es gibt verschiedene Lehrer, einmal für die Posaune, Querflöte, Trompeten und Saxophone. Die Unterrichtszeiten befinden sich meist in der 7. und 8. Stunde. Am ersten Tag von der Bläserklasse gibt es ein Instrumentenkarussell. Da können die Kinder alle Instrumente ausprobieren. Wenn das Instrumentenkarussell zu Ende ist, können sie bei dem Lehrer ihren ersten Wunsch, zweiten Wunsch und dritten Wunsch angeben. In der 5. Klasse und 6. Klasse spielen wir mit dem Instrument in der Bläserklasse und auf Konzerten. Und ab der 7. Klasse kann man, wenn man möchte, in der Band spielen. Es wäre gut, wenn man dahin geht. Die Kosten im Monat betragen 40 Euro. Der Instrumentalunterricht kostet 35 Euro und die Miete des Instrumentes kostet 5 Euro. Also es wäre gut, dass man mit dem Instrument mehr übt, weil je mehr man übt, desto mehr Spaß hat man.